Und als Prognose, das gesamte Bauwerk wird ja lediglich durch vier Elektromotoren, Gleichstrommotoren von 1934 an betrieben, mit einer Leistung pro Maschine von 55 kW oder 75 PS, vier einfachen Pkw-Motoren von der Leistung her. Die dienen der Überwindung des Reibungswiderstands und der Erreichen einer gleichmäßigen Hub- bzw. Senkgeschwindigkeit. Und sollte hier nichts mehr dazwischen kommen, fahren wir die 36 Meter aufwärts mit einer Geschwindigkeit von 12 cm pro Sekunde. Brauchen dafür ca. 5 Minuten. Eine Schleusung mit Ein- und Ausfahrt dauert ca. 20 Minuten. Geht es schneller wieder runter? Nicht das größte Hebewerk. Wir haben in Scharnebeck, Lüneburger Heide, ein Hebewerk, das hat einen Höhenunterschied von 38 Metern zu überwinden. Ein moderner Betonbau, 1975 in Betrieb genommen, seitdem eigenständig außer Betrieb. Man hat schon so viel Geld investiert, hätte man auch Neues bauen können. Das größte Hebewerk entsteht zurzeit in China am Yangtze. Dort soll ein Höhenunterschied von 120 Metern überwunden werden. Stellen Sie sich mal vor, da reißen die Seile. Apropos Seile. Unsere Seile wurden 1985 erstmals und letztmals seit der Betriebnahme gewechselt. Die Qualität der Originalseile war noch so gut, die hätten drin bleiben können. Unsere neuen Seile kommen aus Österreich. Da kann man sie ja dann selber nehmen. Resteverwertung. Aber wir haben für jeden Rettungskissen an Bord diesen Posten da hinten. Diese Kleinen. 10 Mann pro Kissen. 2 Fallschirme für die Besatzung. Danke für die Aufmerksamkeit.
Oder Sicherheitstor. Dieses Tor wird im Ernstfall direkt vom Hebewerk aus bedient. Sollte also mal ein Schiff versuchen, die Tore einzufahren oder wir haben Probleme an der Zufahrtsbrücke, kann man innerhalb kürzester Zeit dieses Tor absenken und ein Auslaufen der Gesamtfläche verhindern. Wenn wir in Fahrtrichtung rechts über das Geländer dieser Brücke schauen, da sehen wir eine Stahlspundwand. Hier befindet sich bereits die Zufahrt zum neuen Schiffshebewerk Nidafino. Wir werden hinter diesem Sperr- oder Sicherheitstor drehen und werden mit diesem zweiten Teil des Schiffshebewerk einfahren. Die Reise geht 36 Meter abwärts. Ja, werte Gäste, wenn wir uns wieder auf dieser Brücke befinden und schauen in Fahrtrichtung links an den Horizont, da kann man schon die andere Seite der Oder erkennen. Die Republik Polen per Wasserstraße 13 Kilometer entfernt. Der nächste Grenzübergang Hohenwutzen 15 Kilometer von hier. In Fahrtrichtung die nächste Schleuse befindet sich in Hohensagen. Da geht es über die Ostschleuse Hohensagen auf die Neue Oder, den begranichten Abschnitt. Und über die Westschleuse geht es auf die Hohensagen Friedrichsthaler Wasserstraße, Graz in die Westoder. Beide Richtungen stromabwärts, weiter Richtung Stettin. Bei der Ostoder kann man über den Damschen See raus aufs Haff und in die Ostsee fahren. Bei der Westoder geht es auch durch die Innenstadt Stettins entlang dem Hauptbahnhof vorbei am Schloss der Pommerschen Herzöge, durch den Überseehafen raus aufs Haff und ebenfalls in die Ostsee. Ja.
Hier hat er mir. Hier hat er schon. Kannst du nachher zupacken, wie sie das dann machen? Was kannst du denn sehen? Das kannst du dir noch nicht vorstellen, aber das ist. Genau. Ja, weil das war's.